Denn ich würde ganz gerne auch noch irgendwo anders ein zweites Haus hinsetzen, zum Beispiel so ein Wachturm. Einfach weil die Dinger schnell zu bauen sind. Eine ganze Tür bringen, sodass wir hier vielleicht noch ein, zwei weitere Dorfbewohner insgesamt mit reinbekommen. Ich habe die Tür nicht gezählt, aber es sieht so aus, als wäre das schon eine gute Rechnung gewesen, dass also genauso viele Türen da sind wie Dorfbewohner. Das heißt, wenn ein Dorfbewohner mal sterben sollte, er fällt eine Schlucht runter, ich töte ihn oder er wird infiziert oder sowas, dann wäre sofort die Tatsache, also dann würden die sich nicht regenerieren, also dann würde kein neuer spawnen. Dann wäre das Bevölkerungslimit erstmal erreicht. Ja, und das ist natürlich nicht so fein. Ja, guck mal, das kann man anbieten, bis auf diesen komischen Schlenker da in der Landschaft. Der muss nicht sein. Ja, genauso wie Verspannung im Nacken nicht sein müssen. Dagegen kann man sich ja bewegen. Wenn man denn dran denkt. Ja. Achso, ich wollte die eigentlich repariert haben. Schon wieder vergessen. Ja, auch deswegen ist es sinnvoller, so ein bisschen Sandstein mitzunehmen, sofern vorhanden. Denn wir brauchen hier natürlich unglaublich viele Schaufeln. Und hübsch sieht das eigentlich auch aus, kann man anbieten. Vielleicht hier noch den Landzunge ein wenig. Also dass es nicht so eine Art Plateau wird, sondern wirklich gewollt aussieht. Das kriege ich ja manchmal hin. Manchmal verzweifle ich aber. Ja. Ja, kann man anbieten. Dann hier vielleicht noch so ein bisschen weg. So, haben wir wieder 64. Das dürfte erstmal lang. Bis wir keine Treppen gebaut haben und sowas. 16 Stück. Ich habe das Gefühl, die werden auch nicht reichen, aber der zweite 64er Stack, der wird dann... Ah, das ist ja cool mit dieser Texturverbindung. Also ich wusste, dass es bei Glas der Fall ist, dass sich die Texturen da, dass man da große Fenster sich bauen kann. Aber dass es auch bei Sandstein mit der Textur so klappt, das wusste ich nicht. Ist aber schön. Auch wenn das hier nicht ganz zusammenpasst. Na gut, das sah gerade aus der Entfernung so aus. Sah gerade so, sieht doch so ein bisschen so ein Hauch abgesetzt aus, muss ich ja gestehen. Nur eine Spitzfindigkeit vom, fehlt noch genau einer. Also ich bin natürlich nicht der geborene Grafiker hier. Es tut mir leid, da bin ich nicht so bewandert, als dass ich da jetzt die Referenz bin. Aber ich kann zumindest sagen, was ich so als Laie hier so sehe und, blöde Sache. Ja, wir müssen da vielleicht doch noch ein bisschen investieren. Habe ich wieder vergessen. Gut, aber dann bekommen wir wenigstens ein wenig Sand. Haben dann gleich wieder ein paar, aber nicht sehr viel. Also so ein Viertel von dem Boden können wir mit dem Sand selbst hier schon belegen. Man könnte auch überlegen, einen Keller zu bauen. Einfach nur für Spaß, weil wir es können. Könnte es natürlich auch lassen. Gut, dann geht das hier gleich ins Haus. Ich glaube, die haben das deswegen immer ein bisschen höher gebaut. Die Häuschen, also mit Treppe hoch. Damit es nicht so blöd aussieht wie jetzt hier gerade, wo ich einfach meinen Block in die Landschaft setze. Nein, also problematisch ist, dass der Weg draußen so aussieht wie alles hier drin. Und das sind ja schon... Nein, schon wieder einer zu wenig. Ein bisschen langweilig sein kann. 1, 2, 3, 4. So, das sind jetzt... Achso, wir hatten noch 7 Sand. Gut, dann sei das vergessen. Und vergeben. Bäm. So, dann brauchen wir nur noch ein paar Türen. Los, hole ein paar Türen. James, ein paar Türen bitte. Wir brauchen dringend Bäume. Also das hilft nichts. Wir haben jetzt, wir brauchen 6 pro Ding, also 18 bräuchten wir. Ja, dann müssen wir das so machen. Düdüm, düdüm, damit wir unsere 3 Türen hinbekommen. Din, düm, so.
Achso, da habe ich irgendwie ein bisschen falsch gerechnet. Entschuldigung. Kommt wieder vor. Dann haben wir noch Glasblöcke. Haben die. Nee, die haben auch Scheiben. Dann machen wir auch Scheiben. Ich bin jetzt so ein knallharter Mitläufer. 16 Scheiben. Bäm. Das mit dem. Naja, das andere Wort da. Mit. Ich hätte gerne Behutsamkeitszauber. Aber dafür müssen wir so hart handeln, dass uns jemand hier was verkaufen will. Und zwar ein paar Bücher oder Bücherregale. Nee, Bücherregale brauchen wir vor allem. Gut, dann Tür 2. Und Tür. Also erstmal Tür 2, wofür ich jetzt weiterzähle. Und Tür 3. Sehr hübsch. Dann können wir mal beobachten, ob in der nächsten Nacht denn da jemand drin schlummern geht. Sieht das jetzt eigentlich vernünftig aus? Ja, ich weiß nicht. Ist noch nicht so episch hier. Kann man, glaube ich, so lassen. Ich will da jetzt auch nicht so viel Zeit investieren. Nicht, dass der nachher heißt, du schaffst aber gar nicht. So ein Genöde, was ich auch von mir selber kenne, wenn mir Sachen einfach viel zu lange dauern. Vor allem, was ich blöd finde, ist, dass wir keinen Holznachschub haben. Das ist der größte Ärger. Deshalb muss jetzt leider, bevor die Sonne untergeht, tut sie noch nicht, muss noch ein Bäumchen dran glauben. Eins von den großen dahin oder klein, ist mir egal. Ist der 3 Meter breit? Nee, das sind 2. Ach so, ich dachte gerade schon. Ich hatte gerade schon angenommen, dass das so cool wäre, wie ich es ja geplant habe. Als Ausguck. Ja. Und schon sagt Frepsi hier, oh, wir wollen aber nur 30 Frames. Geht dann wieder hoch auf 60. Wie üblich, damit es auch butterweich läuft. So, Kollege, du bist hier fehl am Platz. Dich brauchen wir nicht. Ah ja, Errungenschaft erzielt, 3-mal auf Holz geklopft. Das Inventar habe ich schon geöffnet, haha. Ach Mensch. Ich dachte, wir hätten schon ein bisschen länger gespielt. Aber offenbar ist bei der Aktualisierung von der Minecraft-Version oder irgendwas, ist da was flöten gegangen. Und wenn man in diesem Baum, Moment, können wir vielleicht gerade mal zeigen, Erfolge. Also wenn man sich dann hier nicht, wenn man das Inventar dann nicht öffnet oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt keine Werkbank nochmal bauen würde, dann könnte ich auch diese Sachen, die ich ja eigentlich schon habe, Brot gebacken und so, könnte ich die nicht erreichen. Ja, ein bisschen komisch, aber gut. Halt in jeder Minecraft Version oder Welt, ich weiß nicht, wo das abgespeichert wird. Ob das weltspezifisch ist. Hallo. Ich sollte dich doch jetzt abbauen können, oder? Achso, ich bin gekrochen, deswegen. So, und was ich ja eigentlich haben will, sind Seeds, also Samen. Was Samen direkt aus dem Dschungel will haben. Ja, guck, einen haben wir, perfekt. Dann müssen wir noch ein wenig Erde mitnehmen. Oh, ja. Sehr viel wird das wohl nicht, denn Schaufel haben wir natürlich nicht mehr parat. Schade, schade. Aber es ist gut, wenn wir nicht mitten in der Wüste sind, dann ist dann doch alles ein bisschen erreichbarer. Als wenn ich jetzt erstmal quer da durchrennen müsste. Nee, da käme nicht so viel Freude auf. Fortbewegung könnte man hier auch mit dem Boot machen, fällt mir gerade auf. So, da hatten wir da hinten Rips. Ah, das klappt gut. Ja, ich muss mich nur ein bisschen verrenken und schon renkt sich das dann wieder ein. Hübsali, hübsali, hübs. So. Also, wir wollten ja gucken, ob jemand da reingeht. Scheint noch nicht der Fall zu sein. Naja, muss auch gar nicht. Die Frage war, das war's? Ja, war's. Kommen Sie rein. Ist für jeden was da. Wieder einen epischen Sonnenuntergang, Riesenkopter im Blickfeld und schlummern. Ja, und so weiter. Kurz gucken, ob da jetzt jemand drin ist.
Die gehen ja auch immer ins nächste Haus rein. Also das heißt jetzt nichts, dass da keiner drin ist. Kann auch sein, dass da tagsüber mal einer reingeht. Das weiß ich nicht. Wir könnten uns dann... Boah, die haben ja voll viele Felder. Und ich dann vorhin noch ein eigenes angelegt, weil ich dachte, könnte nicht anbieten. So, direkt hier am Wasser gebaut bin ich nicht. So, deswegen... Achso, wir haben gar keinen Knochen, mit dem man das beschleunigen könnte. Dann machen wir das eben nicht. Setzen diesen Säbling auch noch irgendwo hin. Hm. Zum Beispiel mitten ins Wasser rein. Säbling drauf und warten, dass es wächst. Oh ja, so machen wir das. Das ist ein guter Plan. So, den üblichen Samen, den kann man da noch investieren, genauso wie da. Ein Brot könnten wir schnappern, aber wenn wir zurückkommen. Ah, ich mag mir gar nicht ausmalen, unsere unbezahlbaren Schätze wie Kartoffeln und Mohrrüben oder Möhren oder Karotten oder wie sie heißen. Ach, schön. Also wir haben ein Haus gebaut. Ach so, ich wollte ja... Ja, genau, es ging um den Holznachschub. Stein haben wir noch so ein bisschen. Zur Not gehen wir eben mal irgendwo da so hin oder... Rips. Da hinten. Da so hin. Da ist ja auch ein bisschen Stein. Also das sollte nicht zu Problemen führen. Zumindest nicht zu unlösbaren. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich ein wenig Sand. Ich glaube, wir sollten immer ein paar mehr machen, oder? Aber so viel Platz haben wir auch gar nicht. Wir brauchen eine Kiste. Zweifelsohne. Tralalala. Ich hoffe, das ist schön. Also, ich könnte mich da jedes Mal für beißen, wenn ich sowas mache. Aber ich kann mich dann beherrschen, weil ich dann denke, ne, ich komme ja sowieso nur an den Ellenbogen ran, so halb. Und da jetzt so Bissspuren drin zu haben, das ist ja auch nicht hübsch. Ne? Ich denke einfach immer an die Leute, ne? Was sagt die Gesellschaft dazu, wenn ich mich jetzt hier kaputt beiße? Das sieht ja nicht aus. So, den brauchen wir. Kakteen, wenn wir sicher nochmal finden. Das kann auch weg. Ach so, wir können das eigentlich anpflanzen. Und falls jemand mit uns handeln möchte, können wir dann sagen, hey, wir haben Zuckerrohr, lalala. Jetzt müssen wir natürlich nur noch ein Schaf auftreiben und herlocken. Das wäre so unglaublich. Da drüben war das Setting. Ich dachte gerade, der wäre hier gewesen, aber gut. War er dann offenbar nicht. So, sehr hübsch. Also Schafe, dachte ich, könnten wir hernehmen, aber dafür brauchen wir zwei. Und ich weiß nicht, ob die da hinten sich überhaupt rumtreiben. Wir können ja eigentlich mal das Boot nehmen, was wir... Was haben wir noch da drüben gelassen, ne? Na gut, ich gehe ja schon. Will denn sonst keiner? Nö, keiner. Dann nicht. Ach, immer muss ich alles alleine machen. Guck mal, da gibt's Kohle. Hübsch. Guck mal, da hätten wir auch noch gleich ein bisschen... Können wir gerade mal machen. Ups, da ist nichts drin. Ein bisschen Zeug hier mitnehmen. Wenn die das nicht mehr brauchen, also... Ich würde mich da ja anbieten, ne? Ich kann das mitnehmen. So, da ist überall Stein. Ich leg das einfach nur mal so ein bisschen frei, dass wir dann ein bisschen mit Komfort dabei gehen können. Dass wir also mehr vom Sand selber bekommen. Nee, vom Sandstein, Entschuldigung. Also, dass wir hier unten abbauen können und den und dann kann ich jetzt nämlich noch den abbauen. Und den auch. Und bekommen die alle nicht, weil wir... Bekommen wir ihn doch. Ich bekomme hier alles. Du darfst mal, du kannst mich hier verpupeiern oder so, ne? Das geht jetzt ja mal gar nicht. So, er wollte mich da oben... Ne? Da so nerven. Los, wer da rausgeschwemmt? Ach, immer noch nicht.